Kein Auswahlmenü und gar nichts? Ah! Interessante Lösung. Wo war denn das? 64. So. Ihr werdet euch bestimmt erinnern, sobald ich da bin. Jawohl, ich bin richtig. Hier bin ich rein wegen des Speicherpunkts und hatte hier die Spinte ausgeräumt. Und in diesem Spind. Hier. Was noch hier vorne? Da hatte er was gefunden. Was? Ein Megafon? Das bringt nichts, hat er gesagt. Nun, inzwischen bringen Megafone etwas. Und zwar den HP-Schrei. Das ist seine ultimative Waffe. Wie gesagt, ich glaube, die ändert sich abhängig davon, wie viele HP er im Moment hat. Ich weiß es nicht, weil ich ihn nur sehr selten benutzt habe, so spät. Weil, wie gesagt, scheiß Limits und so. Aber wir haben sie jetzt. Ihr wisst jetzt, wo sie ist. Ich kann mein Gewissen halt beruhigen, es euch gezeigt zu haben. Jetzt ist dieses Gebäude auch komplett ausgeräumt. Und wir können uns endlich um die Kanone kümmern. Sagte er und hat ungefähr 50 Stockwerke nicht einmal betreten. Sei still, das sind nur Büroräume. Das weiß ich. Ah, ja. Hey, ich hab mir hier gearbeitet. Wir haben zwei Leute, drei Leute. Was weiß ich, wie viele Leute in der Truppe, die mal hier gearbeitet haben. Die auch höchstwahrscheinlich nie da waren. Quatsch. Also gut, Nanaki hat die vermutlich nie gesehen, aber Vincent bestimmt. Und Cloud vielleicht auch. Ich meine, der war doch gerade so ein Fußsoldat-Mensch. Genau passend für irgendwelche Büroräume. Ja, meinetwegen. Wache stehen oder sowas. Ultimative Waffe bekommen wird natürlich abgespeichert. Ist klar. Außerdem haben wir den Kampf fast ohne Wiederbeleben geschafft. Den Kampf gegen die kleinen mickrigen Typen da vorne. Ja, Root finde ich nicht mickrig. Root finde ich nicht mickrig. Die anderen waren... Ich meinte die in der Eingangshalle von dem Shinra-Gebäude. Du hast den Kampf Wiederbeleben geschafft. Respekt. Ja, genau. Ich hab's geschafft, den Kampf zu machen, ohne mich zu Tode zu lassen. So. Wir kommen jetzt wieder zurück bei der ersten. Es war ja eine Abzweigung vorher und da muss es in die andere Richtung ja richtig gehen. Tifa ist inzwischen auch verschwunden. Toll. So. Jetzt haben Morph und Feindeskönnen getauscht. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so geil. Und jetzt stehen. Schade. Nur einen Turbolt. So gefallen mir die Nachrichten besser. Jetzt klappt's auch. Ich werde jetzt aber ganz ehrlich die Substanzen etwas kurz umschieben, weil mir hat der Morph da rechts besser gefallen. Da musste ich nämlich nur einmal zur Seite drücken und hat es. Das war sehr viel luxuriöser, als jetzt zweimal nach unten machen zu müssen. Ich wusste gar nicht, dass sich das so ändert. Ich dachte, die Befehle haben irgendwie so eine Prioritätenliste oder so, wo sie dann immer ins Menü gepackt werden. Nee, haben sie nicht. Das habe ich auch schon gemerkt. Nummer 8. Oh, das ging ja schnell. Kein Speicherpunkt hier. Ah, aber unten an der Treppe ist einer. Ist kein Problem. Gut. Ja. Heppa. Kurz mal alles checken. Boah, sieht alles ganz anständig aus. Die Erde bebt. Ist das dein Ernst? Hey, ist das dein Ernst? Das Ding ist so geil. Es ist ein Roboter. Ein reichlich großer Roboter. Ja, da sind sie. Ja, sind also wirklich gekommen. Aha, da lachen sie in ihrem Riesenroboter. Ihr habt uns bis jetzt wirklich wie den letzten Dreck behandelt. Ihr habt eine Menge meiner kostbaren Soldaten getötet. Ja, gerade eben wieder. Jetzt wollen wir mal sehen, was ihr gegen Anti-Weapon-Artillerie ausrichtet. Ihr seid wertlos, aber auf meine stolze Kreation ist Verlass. Okay. Zumindest die Größe passt mit dem Anti-Weapon. So ansatzweise zumindest.
Ich werde euch die zerstörerische Kraft dieses stolzen Trottels zeigen. Ein Kampf zum Shinra-Marsch. Das ist die erste coole Sache. Das zweite ist, dass dieser Kampf pissig einfach ist, wenn ich ehrlich bin. Aber trotzdem ewig dauert. Stolz. Also wir haben zwei Gegner, Stolzrobo und seine Brustrüstung. Der kloppt ein bisschen zu, kann später auch ein paar Angriffe. Nichts zu stellen. Ich werde jetzt seine Rüstung kaputt machen, weil ich es kann. Diese Jamar-Rüstung, das ist dieses Brustelement. Bock. Die sind leider sehr dicht beieinander. Solche Elemente machen immer sehr viele Fehler. Optisch. Und es gelten die üblichen Regeln. Blitzanfällig. Und so weiter. Na, der klassische Krams. Ja, was man gegen Metallgegner halt beachten muss. Ja. Bloß, dass der wirklich im Vergleich zu seiner Größe gar keinen Schaden hat. Was zur Hölle? Was war das für ein Ruckel? Egal. Ja, sie hat keinen Shrine. Schade. Ultima gegen zwei Gegner. Ach komm, ich mach erst die Rüstung mit Blitz 3 nieder. So. Also ihr merkt, ab und zu haut der zu. Nie für über 1000. Den kann man nicht ernst nehmen. Na toll, das macht auch nicht viel Schaden. Ganz ehrlich, was soll sowas? Das ist im Prinzip alles, was er tut, mit einer Ausnahme. Yuffie, hau mal einfach drauf, dann machst du am meisten Schaden. Das waren übrigens nicht 6000 mit dem Prime, sondern 2×600. Das Ding hat relativ hohe Abwehrwerte. Und relativ hohe HP-Werte. Deswegen dauert dieser Kampf so ewig. Zack, Rüstung tot. Aber, Vorteil an der Sache, was ich erzählt hatte, er hat ach, warum eigentlich nicht? Oh, ich habe keinen Regener mehr. Dann natürlich Konter und alles. Doch, bitte noch Regener, verdammt. Knieschmelzung. Klingt schmerzhaft. Ist gelinde gesagt wurscht. Ach, sein Knie schmelzt dich, nicht er schmelzt deine Knie. Faszinierend. I was an adventurer like you. Ja, genau. Also ihr merkt, das Ding kann nichts. Selbst wenn ich nicht so trainiert wäre. 3000 HP habe ich hier mindestens mit jedem Gruppenmitglied eigentlich. Und selbst wenn du nur 2500 hast, die Dinger steckst du weg, die da kommen. Ne? Ich meine, das ist nichts. Gerade weil das Vieh so langsam ist. Ich glaube, wenn du die Turks besiegt hast, ist es unmöglich, gegen das Teil zu verlieren. Ja, genau. Das Ding ist jetzt noch das ist jetzt noch das Lustigste, was es macht. Deswegen werde ich auch versuchen, das durchkommen zu lassen. Versuchen. Das Heil hält halt einfach nur wahnsinnig viel aus. Bock. Das ist das Schlimmste, was er kann. Diamond Weapon und die Turks sind definitiv gefährlicher. Mhm. Aber sind weniger lächerlich. Und sie haben nicht die tolle Musik. Nö, ja, okay. Habe ich mir von dieser epischen Szene aus Banjo-Kazooie erzählt? Beim Endkampf? Keine Ahnung. Banjo und Kazooie kommen in den Turm der bösen Hexe. Banjo sagt, sieht aus, als wäre alles frei. Los, lass uns weitergehen. Kazooie sagt, Banjo, nicht wirklich, oder? Hör doch mal, die Musik hat sich geändert. Kommt von oben der Boss aus einem Schacht gesprungen. Super. Ja, wir hauen ihn jetzt einfach mit Fingern zu klein aus. Ich bin zu faul. Ich finde, also das ist ein Kampf, wo man wirklich sehr leicht in ein MP-Bedrängnis kommen kann, weil das Viech einfach nicht umfällt. Aber ich finde, es ist einfach nicht wert. Ich habe mit Yuffie eine ordentliche Angriffskraft. Die anderen zwei sind ja auch schlecht. Siehst du, jetzt ist er weg. Gibt dafür auch wieder tolle Belohnungen. MP plus, Ebene plus, HP plus.
Heilung 3 hat er jetzt endlich. Das gibt eine Waffe für Cloud. Ragnarok'n'Roll. Wenn man seine ultimative Waffe nicht kriegt, ist das ein sehr lohnendes Schwert. Ich weiß gar nicht, ob das besser oder schlechter ist als die Himmelswolke. Nicht das! Der stolze Trottel! Wo war er? Boah! Kaboom! Räum's. Ein bisschen Feuerwerk. Zur da Feier des Tages. Gut, das war der stolze Trottel. Schon epischer Kampf. Na, nee. Und sogar ein bisschen besser. Mhm. Ja? Das ist wirklich, ich denke, seine zweitbeste Waffe. Ja. So. Oh, Ton. Mistel! Wenn man vom Teufel spricht, ich hatte vorhin erst davon erzählt, Elixiere. Diese Rüstung. Der Schlitz ist schöner. Und ihr seht die Ausweichwerte. Es ist einfach nur geil. Das gebe ich ihm jetzt auch, denn es ist zwar so, dass man, glaube ich, keine Feindestechnik damit lernt, aber kontern tut man fehlgeschlagene Angriffe nämlich sehr wohl. Ganz klasse. Wie sehen meine HP-Plus-Substanzen aus? Oh mein Gott. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Eieieiei. Ja, das geht schnell hier. Ja, diese paar Bosse, Diamond Weapon und jetzt das Viech, die lohnen sich richtig. Hier muss ich jetzt mal kurz Gruppenmitglied wechseln. Weil hier gibt es wieder eine ultimative Waffe, gleich die nächste, diesmal halt für Barret. Und die Kiste steht dann da auch wirklich nur, wenn man Barret dabei hat. Falls sie jetzt da nicht steht, wurde sie vermutlich getriggert, weil ich den Screen betreten habe ohne Barret dabei, dann werde ich nochmal zurückgehen müssen. Ah ne, die ist eh erst im nächsten Screen. Dann ist ja alles in Ordnung. Das ist jetzt weniger lustig. Obwohl, sieht fast schon auf. Das Viech ist relativ eklig, ich bin da schon dran gewiped. Das besteht aus 4 Einzelteilen und haut ziemlich böse zu. Also, es sind die Seitengewehre, der Kopfturm und ich glaube der Rumpf. Ich glaube, das sind alle. Ja. Alles natürlich schön blitzanfällig, ist klar. Shrine ist hier wieder mal der Schlüssel. Man kann auch den Zauberatem verwenden, wenn man es richtig schnell eilig hat. Fakt ist, dass diese 2000er Angriffe einen schon ziemlich übel zusammenstauchen können. Zumal das Viech auch dann die Hauptkanone noch verwenden kann. Es hat noch die Ramme. So, jetzt wird es gar keinen Schaden mehr fressen. Ich wollte ihn doch limiten lassen. Egal. Also, das ist wirklich nicht ohne. Und als Standardgegner hier, Entschuldigung, schon ziemlich harter Brocken. Ach, so ein gestandener Rocher hält das aus. Nächstes Limit. Zollkanone. So, sein neues Limit. Was war das nochmal? Ich kann es jetzt Limit gar nicht mehr. Oh, greift ein Gegner an, sie zieht HP-MP. Das ist doch praktisch. Mhm. So. Hier entlang, Cloud. Ach nein, wo denn sonst? Mensch. Also rechts ging es auch lang. Guck mal, da ist so ein schöner Schacht, in den du reinfallen kannst. Nee. Ob die Avalanche-Propaganda da noch an der Wand steht? Vincent steht da rum. Wir erinnern uns, Vincent hasst Hojo. Die Kiste da? Hey, das ist Dragohieb. Das ist klasse. Halt. So. Das ist seine ultimative Waffe? Zugegebenermaßen eine ziemlich gute, muss man ganz klar sagen. Weil, wie ich schon erzählt hatte, das Ding hat die nette Eigenschaft. Es gibt Waffen, die verändern sich mit den HP, die man hat. Den momentanen. Es gibt welche, die mit den MP, die man hat. Beides sind Werte, die sich im Kampf ändern. Und um die man sich sorgen muss. Oh, Soldat. Na dann mal viel Spaß. Ich bin sogar mal so nett und heil dich. Beides sind Werte, um man sich kümmern muss, dass die nicht sinken. Barretts Waffe wird stärker, je besser die Substanzen darin sind. Das heißt, mit 8 Mastern ist sie voll stark. Sollte man auch machen, weil sonst, also im Moment wird sie für einen ziemlich gammeligen Schaden drücken, auch weil Barret nicht trainiert ist. Und das Ergebnis, ich hab's euch gesagt, Barret ist nicht trainiert und es ist keine einzige Substanz drin. Barret wird gleich einfach ein Item werfen, weil das geht so gar nicht. Hat er mit 8 Mastern drin, wird es schon mehr wehtun. Ich könnte es euch eigentlich mal zeigen. Was ist los? Hat er eine Werfensubstanz?
Nein, er wird ein Item einfach so benutzen.